Name ist Mike Reichenbach. Bin in Ratingen bei Düsseldorf geboren. Verheiratet, getrennt lebend, zwei Kinder. Zirkuskind. Na gut. Er kommt nicht. Was machen wir? Gut, okay. Wer hat ihn denn zuletzt gesehen? Wir alle. Wie? Gestern. Wo? Auf der Mai-Komitee-Sitzung. Die ging so bis gegen 7. Und? War irgendwie anders als sonst? Hat ihn irgendwas belastet? Hat er sich über irgendwas beklagt? Hat er sowas gesagt wie, hey Jungs, heute Abend bringe ich mich noch um? Hä? Irgend sowas in der Richtung? Gibt doch jetzt ein schönes Titelbild. Bürgermeister immer eine Nasenlänge voraus. Das ist super, das gefällt mir. Also, Die Sicherheit der Stadt. Die Sicherheit der Stadt hat für mich oberste Priorität. Die Soko Nasenbluten überwacht sämtliche wichtigen Knotenpunkte der Stadt. Ja, ihr seht, die Polizei und ich, wir tun alles für eure Sicherheit. Kanal 9, Nachrichten. Alarmstufe hellrot, Monsternase noch immer auf freiem Fuß. Auch Oberbürgermeister Beimer unterstützt die Aktion. Kanal 9 hat er erklärt, warum. Ja, da sagen Sie was, der Wahlkampf hat für mich oberste Priorität. Dafür würde ich jetzt alles tun. Nasenmann, bleiben Sie sofort stehen. Sie sind umstellt. Jürgensen. Geben Sie mir mal das Megafon. Hallo? Hallo? Wo müssen Sie hier drücken? Achtung, Achtung! Hier spricht der Oberbürgermeister Harald Beimer. Und das hier ist Inspektor Jürgensen von der Polizei. Geben Sie auf! Sie sind umstellt! Sie haben keine Chance! Wir haben Späß! Wo mache ich hier wieder aus? Herr Breuer, haben Sie etwa hier drin geraucht? Sie wissen doch, dass das streng verboten ist. Ich bin Asthmatiker. Ach, und ich dachte, Sie wären wegen Ihrer Nierensteine hier. Meine Frau hat immer gesagt, das passt. Mein Gott, Sperling, jetzt hören Sie mir doch endlich mal auf mit Ihrer Frau. Ah, Schwester Ines. Die Rose in der Wüste. Schwester Ines? Herr Breuer, Sie alter Schamme. Schwester Ines, ich muss protestieren. Der Herr Breuer hat geraucht. Arm hoch. Obwohl Sie wissen, dass das gar nicht gut für Ihren Blutdruck ist. Hm? Hier drin, im Bad. Das haben wir doch schon gehabt. Wollen Sie wieder den Feueralarm auslösen? Hm? Ja, warum eigentlich nicht? Dann können wir jetzt vor uns unbemerkt aus dem Staub machen. Ich kenne hier ein reizendes Café. 141 zu 92, Herr Breuer. Und? Alte Petze. Und Sie sind ein Westentaschenchauvinist. Jetzt tun Sie mal bloß nicht so. Ich wette, gegen eine Nummer mit Schwester Ines hätten auch Sie nichts einzuwenden. Ich bin seit 24 Jahren glücklich verheiratet. Mit einer wundervollen Frau. Oh, oh. Oh, Schwester Ines. Oh, oh. Ach, Sie sind ekelhaft.
Hey, Sie! Machen Sie bitte sofort den Parkplatz frei. Sie haben doch gesehen, dass ich da gerade einparken wollte. Ach, ist das so? Tut mir leid, habe ich gar nicht bemerkt. Fahren Sie sofort den Wagen weg. Ich hab's eilig. Ach ja, ich auch. Ich erwarte einen wichtigen Besuch. Hören Sie. Passen Sie mal auf, Mann. Hier gibt's jede Menge Parkplätze, also stellen Sie sich nicht so an. Ich warne Sie. Ich zeig Sie an und lass Sie abschleppen. Viel Spaß dabei. Ich mach keinen Spaß. Ein Bekannter von mir hat ein Abschleppunternehmen. Oh, das ist gut. Das ist ein lukratives Geschäft. Oder schafft ihr einen Sportwagen an? Ein Königreich für einen Parkplatz, Mann! Hallo Conny. Hallo Paps. Entschuldige die Verspätung, aber ich habe einfach keinen Parkplatz gekriegt. Tom? Das ist Richard, mein Vater. Paps, das ist Tom. Das ist ja schon eine schöne Sache, wenn man so einen handwerklichen Beruf gelernt hat, oder? Also ich habe da zwei linke Hände, wenn es um die Heimwerkerei geht. Ja. Ich bin Klempner, kein Heimwerker. Noch Kaffee? Mhm. Danke, Kleines. So. Sie machen also Filme, ja? Ja, ich bin Regisseur. Action? Tom macht mehr so ernsthafte Filme. Ach so, du meinst so etwas, wo sie stolz darauf sind, wenn niemand begreift, worum es geht und sich dann keiner den Film anguckt. Gut, super. Nee, mehr sowas wie den da. Das glaube ich jetzt aber nicht. Dieser Film da? Ja. Ich weiß, das ist der größte Schrott der Filmgeschichte. Das habe ich auch zuerst gedacht, aber jetzt ganz im Ernst, der ist richtig gut. Ja, ist mittlerweile einer meiner Lieblingsfilme. Ehrlich? Ja, ich habe den schon zigmal gesehen. Mensch, das ist ein Kompliment, danke. Übrigens, die Geschichte am Parkplatz, tut mir leid. Schwamm drüber. Sie haben mir gezeigt, dass Sie sich durchsetzen können. Und ich bin froh, dass meine Tochter nicht so einen Langweiler an ihrer Seite hat. Hm? Ja. Wo ist der Tresor? Aufmachen! Gleich! Mach schon! Ganz voll dran. Hallo? Ich bin überfahren. Können Sie bitte lauter sprechen? Ich kann Sie nicht verstehen. Wo befinden Sie sich? Ich bin Ich bin